Hallihallo, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ich sollte jetzt live sein. So. Ich warte mal noch ein paar Minütchen, bis alle hier eintrudeln. Erstmal vielleicht ganz kurz Hallöchen. Blue Ocean sieht zu. Ganz kurze Info gleich vorab. Ich habe entschieden, dass die Intervallfastensprechstunde nicht 10 Uhr stattfindet, sondern 11 Uhr ab sofort. Ich bin ja hier in Portugal eine Stunde vorher und mit Sport und Dankbarkeit und so die ersten Abarbeitsroutinen am Morgen wird 9 Uhr für mich ziemlich knapp. Deswegen 10 Uhr für mich, 11 Uhr für euch. Ab sofort findet die Intervallfastensprechstunde 11 Uhr statt. Also 9 Uhr ist einfach zu viel. Hallo Manja, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Genau, heute ist Thema Selbstliebe, Selbstwert. Und ja, warum das so wichtig ist beim Abnehmen. Oder überhaupt generell ist es natürlich wichtig, aber auch beim Abnehmen. Und das wird natürlich immer, was soll ich sagen, hinten runtergekehrt oder nicht mitbedacht. Beim Abnehmen denkt jeder immer, Ernährung ist wichtig, das und das darf ich essen, das und das darf ich nicht essen, dann darf ich essen, dann darf ich nicht essen, Bewegung ist wichtig, wie viel ist wichtig, also alles dreht sich immer um dieses Tun, um dieses Machen. Aber die wichtigste Grundlage für den Abnehmerfolg ist Selbstliebe und Selbstwert. Denn wenn du dich genügend selbst liebst, das klingt ein bisschen blöd und komisch, aber es ist einfach so, wenn du dir den Wert für dich kennst, die Liebe für dich wirklich tief im Inneren für dich spürst, wirst du andere Entscheidungen treffen und anders handeln. Ja? Und du bist die Einzige, die jeden Tag Entscheidungen für dich, deinen Körper und deine Gesundheit treffen kann. Das heißt, Selbstliebe und Selbstwert ist die Grundlage dafür, dass du die richtigen Entscheidungen triffst für dich. Ja? Denn wenn du immer andere vorne ranstellst, sei es dein Chef, sei es deine Kinder, dein Partner, Freunde, wenn dir das Wohlergehen oder dass es anderen um dich herum immer besser geht, wenn dir das wichtiger ist oder wenn es dir wichtiger ist, was andere über dich denken, statt für dich und deine Bedürfnisse einzustehen, wird es mit dem Abnehmen schwierig sein, weil du dann nämlich im Außen oder in den Handlungen es nicht für dich tust, sondern für alle anderen. Und damit hat dein innerer Schweinehund irgendwann einfach die Chance zu sagen, ach, heute ist nicht so wichtig. Oder, ne? Wichtig ist, dieses tiefe Gefühl der Liebe auch für dich selbst, für deinen Körper zu empfinden. Denn dein Körper ist dein Tempel, ja? Dein Körper trägt dich täglich durchs Leben. Dein Körper trägt dich täglich bedingungslos durchs Leben. Dein Herz schlägt jeden Tag bedingungslos für dich. Dass du deine Hände auf und zu machen kannst, dass du winken kannst, dass du laufen kannst, dass du sehen kannst, dass du hören kannst, dass du riechen kannst, all das ist nicht selbstverständlich. Auch wenn wir das, wenn es uns gegeben ist, immer als selbstverständlich sehen und jeden Tag für uns das einfach ja, so selbstverständlich annehmen. Es ist nicht selbstverständlich und genau deswegen ist es wichtig, uns das immer wieder bewusst zu machen. Denn wenn wir anfangen, über die Grenzen oder über die Bedürfnisse von unserem Körper und von uns selbst zu gehen und nur für andere entscheiden, nur für andere etwas tun, dann wird unser Körper irgendwann sagen, nö, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Ne? Und dann ist Gesundheit das Thema, ja, wird dann plötzlich relevant, aber dann anzufangen zu handeln im Einklang mit den Bedürfnissen des Körpers, für sich selbst einzustehen, ist meistens zu spät. Und deswegen ist das Thema, oder wird es einfach schwieriger. Und deswegen ist eben das Thema Selbstliebe auch beim Abnehmen sehr, sehr wichtig. Ne? Nicht nur, damit du für deinen Körper einstehen kannst, sondern auch, weil es die Grundlage für deine Entscheidungen und für dein Handeln ist. Ja? Ich habe es schon gesagt, so wie du über dich denkst, über dich selbst denkst, das, was du täglich, wie du selbst mit dir täglich sprichst, ja, als Beispiel zum Beispiel, oh, schon wieder ist mir das runterfallen, na, ist ja klar, dass das bei mir so ist. Ne? Also so eine, oder ich bin ja ein Tollpatsch, oder ne, all diese Sachen, die wir täglich in unserem Kopf haben, wie wir selbst mit uns sprechen, wie wir selbst über uns denken, all das hat Auswirkungen auf deine Handlungen im Alltag und das hat mit Selbstliebe zu tun.
wieder bewusst darauf zu achten, wie du über dich denkst, wenn du in den Spiegel guckst. Siehst du nur das, was dir nicht gefällt? Die Falte, das Speckröllchen, was zu viel ist, das graue Haar, was gerade da ist, oder das, was dir eben gerade nicht gefällt? Oder kannst du auch die schönen Sachen an deinem Körper sehen? Das, was da ist, erträgt dich täglich durchs Leben. Ja? Also kannst du auch sehen, dass du dank deines Körpers laufen kannst, sehen kannst, hören kannst, fühlen kannst und all diese Sachen machen kannst, die nicht selbstverständlich sind. Ja? Oder eben siehst du nur diese schlechten Sachen, die vermeintlich schlechten Sachen. Und genauso geht es zum Thema Grenzen und Bedürfnisse. Kennst du deine Grenzen? Kennst du deine Bedürfnisse? Weißt du, was für dich wichtig ist? Was sind deine Werte? Wie möchtest du handeln? Wie möchtest du behandelt werden? Ja? Wenn du andere behandelst, hast du ja auch für dich gesagt, okay, ich möchte andere nicht belügen, ich möchte ehrlich sein und sowas. Ne? Und fütterst du das aber für dich genauso ein? Also setzt du eine Grenze, wenn dich andere nicht gut behandeln? Kannst du sagen, hey, so möchte ich nicht behandelt werden. Das ist mir wichtig, dass wir so und so miteinander sprechen. Stehst du für deine Grenzen ein? Kennst du deine Werte? Kennst du die Bedürfnisse deines Körpers? Ja? Weißt du zum Beispiel, welche Zeit abends für dich gut ist, um ins Bett zu gehen, damit du morgens fit und aufgewacht aufstehen kannst? Oder aber machst du abends noch Sachen für andere, für die Arbeit zum Beispiel? Also ich habe ganz oft Klienten, die ganz abends spät noch arbeiten, weil das und das fertig gemacht werden muss, obwohl sie müde sind. Also sie gehen über ihre eigenen körperlichen Grenzen, ja, um es anderen recht zu machen. Und das sind wichtige Punkte, die zum Thema Selbstliebe und Selbstwert gehören und die beim Abnehmen einfach eine Relevanz spielen, weil nur so triffst du die richtigen Entscheidungen. Zum Beispiel Thema Schlaf abends. Einfach irgendwann zu sagen, das ist Stopp für die Arbeit, also es ist einfach zu viel Arbeit, ich kann nicht abends um 10, um 9, um 11, um 12 noch weiterarbeiten, damit alle anderen das haben, was sie brauchen. Es ist einfach zu viel, ich bin müde, ich gehe jetzt schlafen, damit ich morgen mehr Energie habe und auch fit in den Tag starten kann. Ausgeschlafen bin, vielleicht weniger gereizt bin, für andere auch besser da sein kann wiederum und auch für mich konzentriert meine Arbeit nachgehen kann. Ja, das sind Grenzen und Bedürfnisse, die wir alle sehen dürfen, wahrnehmen dürfen und die zum Akt der Selbstliebe, sage ich jetzt mal, also für sich und seine Grenzen einstehen, einfach ganz, ganz wichtig sind. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt gerne ein paar Kommentare. Mir ist es ganz wichtig, das einfach so deutlich zu sagen, weil, wie ihr wisst, wir sind ja mitten in der Mach-es-einfach-Challenge. Und die größten Herausforderungen sind, wie immer, beim Thema Selbstliebe, Selbstwert, wirklich bedingungslos deinen Körper so anzunehmen und anzuerkennen, wie er gerade ist. Ja? Denn auch wenn dir das, was dir gerade nicht an deinem Körper gefällt, das, was gerade nicht das Schöne ist, wenn da gerade eine Falte ist oder ein graues Haar oder eine Speckfalte zu viel, dann ist es ja gekommen oder ist es ja entstanden aufgrund deiner Entscheidungen und Handlungen im Alltag von den Tagen, Jahren und Monaten zuvor, ja, und dem aber sich liebevoll hinzugeben und zu sagen, okay, vielleicht habe ich jetzt ein paar Mal über meine Grenzen entschieden, also meine Bedürfnisse nicht wahrgenommen, meine Bedürfnisse vielleicht gar nicht erfragt, für mich war das gar nicht relevant, weil es mir wichtig ist, dass es allen um mich herum gut geht, ja, sich dessen bewusst zu machen und dann wieder einzuchecken und zu sagen, das ist mir wichtig und das Ruder rumzudrehen, das Lenkrad wieder in die Hand zu nehmen und für sich Entscheidungen zu treffen, sich dem nicht hinzugeben, zu sagen, ja, aber mein Chef will das, das und das von mir, sondern, ja, er möchte das von mir, aber ich kann es nur bis zu dem und dem Punkt leisten, weil wir alle haben Grenzen und wenn wir diese Grenzen für uns und unseren Körper nicht klarstellen und dafür einstehen, dann werden immer die Menschen im Außen kommen und die überrennen, weil du musst doch für dich sagen, das kann ich gerade leisten oder kann ich nicht leisten. Könnt ihr das nachvollziehen, was ich hier gerade von euch möchte? Jedenfalls habe ich mir natürlich noch gedacht, dass es ganz wichtig ist, vielleicht auch noch euch ein paar Tools mitzugeben oder ein paar Tipps mitzugeben, wie ihr die Selbstliebe für euch trainieren könnt, üben könnt und einfach auch wieder wahrnehmen könnt. Ne? Weil das, was ich ganz häufig feststelle, ist, dass das gar nicht im Bewusstsein ist beim Thema Abnehmen, dass Selbstliebe, Selbstwert ein Thema ist, ne? Weil wir so in unserem Alltag gesteuert sind, in unseren Routinen festhängen, in Alltagstrott festhängen und wie gesagt oft unbewusst über unsere Grenzen gehen und ganz oft aber auch nicht
die Kraft haben oder den Willen haben, dafür einzustehen, aus Angst, andere zu enttäuschen, aus Angst, dass andere irgendwie schlecht von uns denken könnten. Ja, auch das ist ganz oft ein Thema, was ich sehe. Und ja, das möchte ich einfach mit diesem Live, mit dieser Sprechstunde einfach mal ganz kurz ansprechen, erstmal oberflächlich ansprechen, weil das Thema Selbstliebe, Selbstwert natürlich riesengroß ist, aber in den Kommentaren von der letzten Sprechstunde war das ein Wunsch, dass ich einfach mal drauf eingehe und ich habe ganz lange darüber nachgedacht, wie mache ich das, wie gehe ich an das Thema ran, wie kann ich ja, das so aufbereiten, dass es für euch greifbar ist, dass ihr direkt How-To-Tipps habt, damit ihr genau wisst, okay, das und das ist wichtig, das und das kann ich tun, weil jeder möchte ja gerne ins Tun kommen und etwas umsetzen und habe für mich einfach festgelegt, dass es wichtiger ist, erstmal ganz klar und deutlich zu sagen, warum Selbstliebe und Selbstwert überhaupt ein wichtiges Thema bzw. die Grundlage für alles ist und auch für deinen Abnehmerfolg. Um erstmal so die Basis und die Grundlage zu legen. Und dann kannst du natürlich für dich auch erstmal in den Selbstcheck gehen, so, ne? Kenne ich meine Bedürfnisse? Setze ich meine Grenzen? Wie spreche ich über mich? Wie denke ich über mich, wenn ich in den Spiegel schaue? Wie spreche ich mit mir selbst in jedem einzelnen Moment im Alltag? Ja? Also, wenn dir was runterfällt oder wenn was nicht gut funktioniert, bist du dann böse mit dir? Und also alles passiert natürlich in unserem Kopf, also all das, was unsere Gedanken uns gegenüber immer wieder sagen. Ne? Was sind so diese Wörter, die du für dich anwendest? Na, war ja klar, dass ich das nicht hinbekomme. Ach, das kriege ich eh nicht hin. Oder bist du eher motiviert, lösungsorientiert? Ne? Check da mal an dich ein. Und das ist auch den ersten Tipp, den ich dir heute mitgeben möchte, dass du dir täglich mal 5 bis 10 Minuten, es ist keine nicht lange Zeit, von mir aus 5 Minuten, aber einfach mal dir die Zeit nimmst am Tag, gerne am Abend, wo du einfach mal dich hinsetzt und so ein Check-in machst. Wie habe ich heute über mich gedacht? Habe ich in gewissen Situationen reagiert? Werte ich mich eher ab oder kann ich auch das Gute sehen? Kann ich auch stolz darauf sein für Sachen, die ich getan habe? Denn gerade wir Frauen sind immer nur am Machen, Machen, Machen. Und dann geht es vor allem immer dann darum, das Nächste schon zu tun. Ja, aber zu sehen, was wir alles schon geschafft haben und was wir alles am Tag leisten, das fällt uns ganz häufig schwer. Check da einfach mal täglich mit dir ein, wie ist das so bei dir? Ne? Lässt du oft deine Grenzen, ja, überrennen von anderen? Oder kannst du dafür einstehen und sagen, nein, das ist mir wichtig und ich möchte nicht, dass du so und so mit mir umgehst, dass du so und so mit mir redest oder dass du das immer wieder von mir einforderst, obwohl du weißt, dass es mir schwerfällt. Ne? Kannst du das für dich im Alltag gut wahrnehmen und auch gut kommunizieren. Das ist ganz wichtig, indem du dir einfach mal am Abend kurz Zeit nimmst und das für dich immer wieder selbst eincheckst. So, ne? Wo stehe ich gerade? Eine andere schöne Möglichkeit, um die Selbstliebe zu üben, ist das Thema Dankbarkeit, wo du einfach jeden Tag im Spiegel dich anlächelst. Ein Lächeln macht schon ganz viel Freude, ja? Und dich wirklich mit so viel Liebe, wie du nur empfinden kannst für dich, wirklich ganz bewusst dich anzulächeln. Und einfach mal dankbar für die Dinge zu sein, die in deinem Körper schön sind. Die einfach mal ganz bewusst ein Teil dir raussuchen am Morgen und gucken, wofür bin ich dankbar? Oder danke für meine schönen Augen oder danke, dass ich hören kann oder dass ich riechen kann. Ja? Einfach so in diesen Körperkontakt mit dir selbst wiederzukommen und diese schönen Seiten an deinem Körper zu sehen und dafür auch dankbar zu sein, ist eine ganz tolle Hilfe, um Selbstliebe zu praktizieren und überhaupt wieder aufzunehmen, um eben ja, den Fokus zu verändern. Ne? Und was auch ganz, ganz wichtig ist, was du gerne machen kannst, darfst, wenn du Thema Selbstliebe hast, ja, oder wenn das Thema Selbstliebe vielleicht beim Abnehmen bisher immer ein bisschen runtergerutscht ist, dass du dir einfach mal Zeit nimmst, vielleicht an einem schönen Sonntagnachmittag, wo schlechtes Wetter ist, dir einen schönen Kakao machst oder einen Tee machst und dir einfach mal aufschreibst, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse, was ist mir wichtig, wie möchte ich mit anderen umgehen und wie möchte ich, dass andere mit mir umgehen, ja, wie möchte ich, dass mit mir gesprochen wird. Und dass du das einfach mal ganz klar kommunizierst oder aufschreibst und dann natürlich deinem näheren Umfeld, sei es dein Chef, dein Partner, deinen Kindern, deinen Freunden, ja,
einfach mal klar kommunizierst, sodass auch für dein Gegenüber bewusst wird, okay, da gibt es einfach wichtige Punkte, die ihr wichtig sind und darauf darf ich achten, so, ne? Um dich auch dabei zu unterstützen, eben deine Grenzen überhaupt einhalten zu können, ne? Setzen zu können. Das ist, ja, das sind so drei kleine Tipps, die man einfach nebenbei im Alltag machen kann, die du aber definitiv unbedingt mit auf den Plan holen darfst, wenn es um deinen Abnehmerfolg geht, weil das die Grundlage, wie gesagt, für all das ist, was du jeden Tag tust, für dein Handeln, und damit eben wiederum Auswirkungen auf deinen Abnehmerfolg hat. Genau, und noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Überfordere dich nicht. Ja, wir sind in einer absoluten Leistungsgesellschaft, Gesellschaft mit höher, schneller, weiter und sind, ich habe das Gefühl, jeder ist nur damit beschäftigt, sich zu vergleichen, was er gerade alles nicht hat oder was vielleicht gerade alles nicht so gut läuft oder was der andere hat und was man selbst nicht hat. Und dieses höher, schneller, weiter drängt uns dazu, immer wieder unsere Grenzen zu überrollen, selbst zu überrollen. Ne? Nicht mal, dass das Menschen von außen machen, sondern dass du selbst immer zu viel von dir forderst. Weil, wie gesagt, unser Alltag, wir haben die Arbeit, Haushalt, Kind, Sport, all diese Sachen, die wir eh täglich tun, das ist schon wirklich eine große Leistung. Und dann noch höher, schneller, weiter und im Vergleich zu sein und noch das Nächste zu erreichen, ohne schon mal dankbar dafür zu sein, was man alles schon geschafft hat. Sorgt dafür, dass du dir selbst immer wieder über deine eigenen Grenzen rennst und deine eigenen Bedürfnisse nicht wahrnimmst. Ne? Und das ist natürlich die Vorstufe von dem, du darfst erstmal selbst deine Bedürfnisse wahrnehmen, selbst deine Grenzen wahrnehmen und einhalten, bevor du es von anderen einforderst. Ne? Das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch mit eintroppen wollte, was einfach nötig ist für alle Handlungen wiederum. Schön, dass ihr alle dabei seid, die Tina. Das habe ich ja schon so ewig nicht mehr gehört. Ich hoffe, dir geht's gut. Genau. Ja, das war mir heute wichtig in der Intervallfasten-Sprechstunde. Wenn ihr Fragen oder Wünsche zu diesem Thema habt, schreibt mir doch gerne in die Kommentare rein. Gerne auch jetzt, solange ich noch live bin. Oder aber ihr schreibt es mir in den Fragensticker, den ich heute in die Story gepackt habe. Und dann würde ich natürlich noch mal drauf eingehen. Ja, ich habe mir jetzt auch überlegt, ich werde immer einen Tag vorher schon mal das Thema für die Intervallfastensprechstunde ankündigen, so dass ihr auch die Möglichkeiten habt, eure Fragen reinzumachen, so dass ich das ins Live mit aufnehmen kann. Und zeitnah werde ich es so machen, dass ich, also noch nicht jetzt die nächsten ein, zwei Wochen, aber in diesem Jahr habe ich es noch mir vorgenommen, dass ich zeitgleich quasi YouTube live mache und Instagram live mache, um diese Intervallfastensprechstunde einfach regelmäßig zu machen. Genau. Wenn keine Fragen sind, dann wäre ich für heute erstmal fertig mit allem, was ich sagen möchte. Und ja, ab nächster Woche machen wir das so, dass ich vorher schon mal den Sticker reinmache. Sollten noch Fragen jetzt zu diesem Thema kommen oder gerne natürlich auch Erfahrungen oder Feedbacks. Wie ist es bei dir? Ne? Wie gehst du für dich in deinem Alltag um? Stehst du schon gut da oder hast du Herausforderungen? Wenn ja, welche? Vor allem, wo sind die Herausforderungen? Mit dir selbst oder im Außen? Kannst du deine Grenzen selbst nicht halten oder sind es eher die Menschen im Außen, ja, die deine Grenzen immer wieder überrennen? Teile das gerne mit mir, weil natürlich ist es wichtig, dass ich sehe, wo du gerade stehst, um immer wieder darauf einzugehen und immer wieder auch einfach mal in den Stories so ein paar Tipps dazu zu geben. Denn wenn ich weiß, wo du gerade stehst, kann ich auch viel besser meine Alltagsgeschichten mit aufnehmen, um dir zu sagen, hey, hier habe ich meine Grenze so und so gehalten, war auch eine Herausforderung für mich oder das ist für mich jetzt Standard geworden, aber ich habe das und das dafür gemacht. Ne? Also diese Kommunikation miteinander, dieses Aufeinander eingehen, dieses Alltags Nahe, das, was dir weiterhilft, in deinem Alltag das besser umzusetzen, funktioniert natürlich nur, wenn du auch ein Feedback gibst, wo du gerade stehst, was deine Herausforderungen sind, damit ich einfach wirklich drauf eingehen kann und konkrete Tipps geben kann. Genau, das war mir jetzt wichtig zu sagen. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Mittwoch. Einige haben ja hier Feiertag, zumindest in Sachsen. Genau. Und sonst freue ich mich auf den Austausch mit euch. Schreibt gerne alles in die Kommentare, auch alle, die das Video nachgucken. Und ja, ich freue mich von euch zu lesen. Ich wünsche euch was.
Tschüss, ihr Lieben.